Auf ins frivole Paris der 20er. Garniert mit Gitarrenklängen tanzen und glänzen diese Damen in französischer Tradition. Vor gut 100 Jahren tobte auf Pariser Bühnen das bunte burleske Leben. Hier tobt es in Hamburg mit den Modellen Felicity und Nicole auf einer Rock'n'Roll-Bühne. Ich bin das Rock'n'Roll Showgirl. Ich liebe den Sound. So fühle ich mich sexy, gleichberechtigt und emanzipiert. Sein weiblicher Körper in Vollendung. Das ist Erotik pur. Entdeckt hat die Nische und die Models ein Norderstedter Künstler, der Aktfotograf Roman Gilz. Das Ästhetische an den Frauen ist einfach, dass sie so sind wie normale Frauen. Dass da Ecken, Kanten dran sind, dass sie mal dünn, mal ein bisschen mehr auf den Rippen haben. Dass sie so sind wie Frauen, die jeder Mann zu Hause hat. Und dass da nichts verstellt ist und die sich einfach total gut rüberbringen mit den Kostümen, mit dem Tanz. Soundcheck, sumpfige Tarantino-Klänge auf St. Pauli, sündige Meile, Ankunft der Künstlerinnen am Nachmittag. Felicity Starlet aus England und Nicole aus Hessen. Sie ist gelernte Krankenschwester mit einem besonderen Zugang zu Körperkunst. Felicity hingegen kam über den musikalischen Underground zum Burlesque-Modeln. Ich wollte immer ein Rockstar sein und in einer Punkband spielen, aber ich bin nicht besonders talentiert mit Instrumenten oder als Sängerin. Also entschied ich, wenn ich schon nicht ein Rockstar in einer Punkband sein kann, dann werde ich ein Rockstar beim Strippen. Mit Federboa, roten Handschuhen und schwarzen Nylons werden die beiden Frauen zu verführerischen Vamps. Schillernd, sexy, erotisch. Es holt einen ab. Ich denke, Frauen können sich das gut angucken, aber auch Männer auch. Also es ist schon was anderes. Man taucht in eine andere Welt ab. Die Welt des Aktfotografen Roman Gilz. Er veröffentlicht erotische Kunst in Form kleiner Pixie-Hefte. Immer haben sie ein Motto. Diesmal steht alles im Zeichen der Burleske. Es ist halt super erotisch, aber trotzdem angezogen dabei. Und einfach schön zu fotografieren durch die vielen Kostüme, Accessoires, den Tanz, die Bewegung. All das fängt er ein mit der Kamera im Kiezclub Indra beim Shooting vor ein paar Wochen. Das fotografische Ergebnis lässt sich sehen, und zwar im Erotic Art Museum. Die großformatigen Bilder aus dem kleinen Pixie-Heft hängen dort. Doch die Kunst soll nun auch noch erklingen. Draußen in der Nacht, als Rock'n'Roll Burlesque Show mit überraschender Botschaft. Bei aller nackter Haut, feminin und feministisch. Ich bin eine schräge, kreative Feministin und ich bin hier, um zu zeigen, dass Frauen einen gleichberechtigten Platz in der Welt haben und um schrägen Leuten eine Stimme zu verleihen. Das ist auch eine Kunstform, weil man macht sich ja nicht immer gleich nackt, sondern man hat schon noch was an und spielt mit seinen Körperreizen und das ist das Besondere daran. Es geht immer um die Frau und darum, dass die einfach gut rüberkommt und gut dargestellt wird und es einfach knallende Kunsterotik ist, die wir machen. Sinnliche Kunst zu rockigen Riffs. Die Burleske lebt.